es ist in diese Frau, da waren wohl mindestens 50 von den jungen Mädchen, den Kindern unserer Schule, ja, sehr verliebt. Es war eine ganz, nicht etwa eine schöne, aber eine ganz besonders liebenswerte Frau, die auch mein Leben sehr, ja, beeinflusst hat, die es heute noch gibt. Sie ist 83 Jahre alt. Und ich bin noch heute mit ihr in Beziehung. Mit der? Ja, ja, natürlich. Ich weiß noch heute ihren Geburtstag. Aber die Liebe, von der ich da spreche, und diese Beziehung zu der Stiefmutter zum Beispiel, die hat zum Beispiel auch stattgefunden, nicht bei mir, ja, aber bei jemand anderem. Nein, das glaube ich auch sofort, ja, dass es das... ja. Und es war mir interessant genug, darüber zu schreiben, weil man ja, also zum Beispiel die kindliche Kindersexualität, die wird ja doch totgeschwiegen, wenn man dann älter wird. Das ist doch etwas, was man eigentlich dann einfach nicht mehr wahrhaben will. Aber ich bin überzeugt, dass ein Kind mit 12 Jahren genauso leidenschaftlich und mit seiner ganzen Seele liebt wie ein Mensch mit 30. Also jedenfalls so viel es kann. Die Liebe erfüllt es hundertprozentig. Ja, ich glaube, darüber gibt es auch keinen Streit. Nein, darüber streiten. Merkwürdig, ja. Jana, Sie schreiben, ich meine, das ist nur im Verhältnis zu diesem Buch oder zu Ihrer Person, wie, ja, sie sich darbietet, denn Sie sind ja, Sie leben ja in der Schweiz und man hat Sie nicht so oft in Deutschland. Sie leben so ganz hoch auf dem Berg. Ist das bedeutet, Sie ja, aber Sie haben auch in Portofino ganz oben gewohnt. Bedeutet das auch irgendwas, dass man so ein bisschen über allen? Nein, eine schöne Aussicht, weiter eigentlich nichts. Eine schöne, eine herrliche Aussicht. Und auch, ich gebe zu, ich bin gern allein. Was machen Sie, wenn Sie allein sind? Mal. Na, ich meine, wann stehen Sie morgens auf? Stehen Sie gern auf oder? Ungern. Ungern. Ungern, und morgens früh wird alles getan, was getan werden muss und was schwierig ist. Also zum Beispiel, weil man dann gut ausgeschlafen ist. Zum Beispiel das Schreiben geschieht am Morgen. Und das Malen ist die Belohnung. Das geschieht am, ja, Nachmittag. Also Schreiben ist für Sie etwas Unangenehmes, oder? Nein, was Schweres. Ja. Weil ich nämlich, es fließt mir nicht aus der Feder. Ich muss um jeden Paragraphen, jeden Satz ringen und arbeiten. Ja. Wie lange haben Sie denn, arbeiten Sie an so einem Roman, wenn wir schon nach den Bildern fragen? Beinahe 18 Monate, jeden Tag. Aber jeden Tag. Auch Sonntag. Und das lässt einen dann nicht los. Ich habe hier keinen Heiligenschein im Kopf, das macht mir Spaß. Nein, nein, das will ich hoffen. Ja. Ich will auch hoffen, dass das nach draußen kommt, dass Sie keinen haben. Nein, das möchte ich auch. Aber sehen Sie sowas, das ist natürlich noch aufregender, schon wegen der schönen Farben, die man dann ausdrücken, ja, kann auf der Leinwand, das ist doch klar. Ja, aber ich meine, wenn Ihnen das missfällt, warum schreiben Sie denn? Finanziell gehe ich davon aus, dass Sie... Na klar. Dass Sie, ich habe übrigens immer schon geschrieben. Ich habe schon meinen ersten schrecklichen, ganz schrecklichen Roman mit 18 Jahren geschrieben. Aber wenn man das Glück hat, und das Glück hatte ich mit diesem ersten Buch, dass man einen Erfolg hat, dann verdient man sehr viel Geld, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, und dem bin ich durchaus nicht abgeneigt. Sind Sie dem abgeneigt? Nein. Nein, ich meine... Ich auch nicht, und dem konnte ich auch nicht so leicht widerstehen. Als dann der Verleger zu mir kam und sagte, ob ich nicht noch weiterschreiben konnte, da gab sich dann diese Frage, ob ich daran anknüpfen sollte. Ich war sehr, habe zuerst sehr gezaudert mit dem zweiten Buch. Ich habe dieses zweite Buch habe ich leider nicht mehr auftreiben können. Ich weiß nicht, ob die Auflage zu gering war. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls hat mir das dann Spaß gemacht. Und ja, wie alles, was man plötzlich unternimmt, was einem schwerfällt, dann macht es einem doch Spaß. Nee? Ja, aber ich meine, das muss doch merkwürdig sein, wenn man nicht aufstehen mag. Und man eigentlich auch nicht schreiben mag und man ist alleine, dass man das trotzdem tut. Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Was ist das bei Ihnen? Jetzt kommen Sie auf dieses grässliche Wort, was mir sofort wieder auf die berühmte Disziplin, ne? Ja. Ich weiß es nicht, ich fühle mich auch dem etwas verfallen. Ich finde, ja, das finde ich grässlich. Nein, also, aber bei mir, wenn Menschen mit mir sprechen, dann haben sie immer das Gefühl, ich bin überhaupt aus Disziplin zusammengesetzt. Das ist wahnsinnig übertrieben. Aber ich gebe zu, ich arbeite gerne. Ich habe ja von mir gesagt, ich sei eine preußische Ameise. Und das stimmt auch irgendwo.
Ich könnte mir also nicht vorstellen, dass ich morgens früh aufwache und sage, also was tue ich heute? Ich spiele Bridge heute Nachmittag von 4 bis 6. Das ist also mein heutiger Tag. Das ist alleine auch schwer zu spielen, nicht? Natürlich, das ist, wenn Sie da alleine rumsitzen, mit wem sollen Sie Bridge spielen?